Und auf ein neues, zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Ich habe es endlich geschafft und Flo auch und so und haben das jetzt fertig gemacht, aber Flo ist einfach nach der Aufnahme weggelaufen. Der hat wohl keine Lust mehr auf das Projekt, also ziehe ich den Ende jetzt noch alleine durch. Können wir noch ein bisschen hier mit Zack rumkuscheln. Nur im Schreien ist. Mein Landhorn wurde einfach verbannt aus dem Team. Es ist nicht mehr da, aber es holen wir gleich wieder ab, das kleine Arme. Da ist die Mutti. Willkommen daheim! Offenbar hast du viele aufregende Dinge erlebt. Oh Gott, zwei Muttis. Nein! Okay, die eine Mutti muss tief reden, weil sonst kann man die nicht mehr unterscheiden. Lügst du mich auch nicht an? Gleich zwei legendäre Pokémon zu begegnen, das ist unglaublich. Mutter! Achso, nee. Das, oder? Mutter, mit wem habe ich das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Das habe ich doch glatt vergessen, meine Verkleidung abzunehmen. Wie unhöflich. Ich möchte mich gleich mal vorstellen. Hey, wow, den Tiefgeredeten, das ist echt liebe. Oder der Doktor. Ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei, deren Aufgabe es ist, die Welt zu beschützen. Mein Name ist, Verzeihung, der strenge Heim. Ich werde dir stattdessen meinen Decknamen anvertrauen. Er lautet Libell. Ich bin unter all diesen Namen bekannt. Ich scheute den weiten Weg hierher nicht einen Moment, als ich erfuhr, dass in der Ein-Ei-Region eine Gruppe namens Team Plasma im Untergrund Ränke schmiedet. Aber dank dem Arenaleiter und den Anstrengungen ist das Schloss von Team Plasma zerstört und alle seine Mitglieder lebendig begraben worden. Vielleicht, ach, was sage ich? Zu einem Übel verstecken sich einige Mitglieder der Sieben Weisen ja irgendwo noch in der Einheilregion. An diesem Punkt kommst du ins Spiel. Ich habe eine große Bitte an dich. Du bist ein starker Trainer. Ich möchte, dass du neue Orte der Einheilregion aussuchst und für mich die Sieben Weisen ausfindig machst. Auch Champ Lauro hat mich für diese Aufgabe empfohlen. Und nicht der Schüler, der heute in rum. Ja, ich helfe dir. Mach ich gerne. Oh, vielen Dank. Also zählst du jetzt zu einem von meiner großen Armee, zu meinen Verbündeten. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Krass, eine Angel. Eine super Angel. Oh, das ist doch eine super Angel, oder? Kannst du Wasser-Pokémon mitfangen? Du hast ja nicht schon ein ganzes Team davon. Ja, genau, eine super Angel. Aber der hat doch schon ein volles Team, siehst du das nicht? Ja, das ist das Einzige, was ich gerade hier noch rumfliegen hatte. Also, man muss sich damit zufrieden geben. Gibt hier nichts anderes. Also gut, ich erkläre dir, wie du diese super Angel benutzt. Nein, musst du mir nicht sagen, Junge. Ich kenne das. Ich habe ein volles Team. Dann gehe ich mal. Okay. Mal gucken, wo wir als erstes hingehen müssen. Oh mein Gott, wer steht denn da? Er ist ja doch noch da. Ich bin ein bisschen vorausgelaufen, leider. Ja, Flo ist doch noch dabei, keine Angst. Ich allein hätte das eh nicht hingekriegt. Aber Sharon ist natürlich wieder da. Sag mal, hast du den Vortrag von Libell schon zu Ende angehört? Entschuldigt bitte, ihr zwei. Hatte mich für den Arena-Leiter verloren, sie aufgemacht, doch in der Zwischenzeit war alles bereits vorbei. Die waren gar nicht dabei. Ich habe mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Fenstertrio hat meine Unachtsamkeit geschickt genutzt, um Jesus, wie auch immer, die Flucht zu ermöglichen. Jesus, Fenstertrio, wovon sprichst du eigentlich? Hä? Über den Vorfall im Schloss werde ich dir später ausführlich berichten. Viel wichtiger ist jedoch, was wir jetzt unternehmen müssen. Wir müssen die Weisen finden. Also ich will zum Weißen Wald gehen. Ach so, und hinter Route 16 also. Die an Rayonu City anschließt. Verstehe, in der Gegend kann man sicher noch viele unbekannte Pokémon treffen. Oh nee! Nein! Nicht der schon wieder. Scheiße. Ich hab die letzte Mal wieder eine komische Stimme gegeben. Na, ihr kommt ja wie gerufen. Okay, ich glaube, ich sollte das nicht so machen, aber egal. Ist jetzt zu spät. Na gut, dass ihr alle beisammen seid. Neulich habe ich einen bekannten Daten des nationalen Pokédex erhalten. Wo wir gerade dabei sind, ich werde gleich euren Pokédex erweitern. Das wird einen neuen Aktionsradius. Und das wird viel vergrößern. Ihr könnt mehr Pokémon sehen. Für dich, Bell.
Und für dich auch, Sharon. Und du natürlich auch noch. So, damit könnt ihr viel mehr Pokémon fangen und meiner Frau ihren Pokédex vervollständigen. Wir brauchen echtes Geld. Wir haben nicht mehr viel. Tschüss. Oh, klasse, nationaler Pokédex. Gibt ja immer noch so viele Pokémon, die ich gar nicht kenne. Oh, jetzt muss ich Mama und Papa zeigen. Also dann, jetzt zwei, man sieht sich. Baby, sie leidet im Blick. Darin hat sich an der Reise nicht viel geändert. Ich werde schon mal zu Route 1 zurückkehren und von dort die Einalregion erneut erkunden. Ich werde bestimmt viele neue Pokémon entdecken und auch andere Sachen. Und dabei werde ich Sachen und die sieben Weisen suchen und so, ne? Wir sehen uns schon irgendwann. Ich gehe dann mal. Oh, fuck. Was denn jetzt das schon? Du hast ja vorher kein Fliegen dabei. Ja, ich muss mir zwei Pokémon ins Team nehmen. Einmal ein Typi und einmal ein Fliegentyp. Auf nach Rayono City. Nein, da gehen wir nicht hin. Ich bin jetzt in Rayono. Nein, du kommst zurück. Wir waren sogar da, wo wir hin wollen. Ich muss noch mein Lampi holen. So. Ja, ich muss auch noch. Aber ich weiß nicht, ob ich rausnehmen soll. So, dann muss ich mein Team jetzt neu ordnen. Lampi kann, glaube ich, an erster Stelle. Das sollte mit der Schwächste sein. Und wie fandet ihr die Antwort von mir? Habt ihr es gut gemacht? Die ersten, weiß ich nicht, wie viele Minuten, wo Flo weg war. Oder still war, zumindest. Weg war er ja nicht wirklich. Das ist nett von dir. Frage ist nur, ob das jetzt auch die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Ba-da-ba-ba-da-ba. Ja, ich muss das so machen. Sorry, ich muss zwei Pokémon rausnehmen und zwei reinnehmen. Geht nicht anders. Ja, ich kaufe mir schon mal Schutz. Ich würde dir das auch empfehlen. Ja, gleich. In der nächsten Stadt dann. Wo bist du denn? Hier ist ja gar keiner. Wo bist du denn? Du hast gesagt, wir müssen wir jetzt, hä? Komm her, ich weiß, wo es lang geht. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Kaufen noch ein paar Sachen. Ba, 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 ba. Ba, ba. Bitte mach niemals so ein Zusammenschnitt von mir, wo ich irgendwas singe, bitte nicht. Ich will es nicht. Aber komm. Nein. Als ein bestimmtes Special. Nein! Jetzt los. Na gelotzt. Oh, und Leute, es sind noch 5 Level für mein Chio Tortilla. Wir werden es schaffen. So, nein! Das lass mich doch. Kommst du jetzt mal bitte? Noch ein Nagelotz. Ich werd und... Ach, du hast den Schutz gekauft. Ja, hab ich auch, aber ich hab ihn nicht eingesetzt. Ja, komm her. Kommst du hier? Hier versteckt sich nämlich noch viel mehr, als du denkst. Und auch ein paar Trainer für dich und ein paar Items, die bei mir jetzt nicht sichtbar sind, weil ich die schon eingesammelt habe, weil ich so schlecht war. Wow. Oh, ein Äther. Ach, hier warst du. Das hast du schon alles gemacht, oder wie? Nein, nicht alles. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Aber ja. Schau mal wieder, Jender. Nein, ich zu selbst. Oh, Annike. Leute, seht ihr mal, wir haben es jetzt zum ersten Mal selber beide geschafft. Und jetzt wird auch zum ersten Mal die Achterstory geben. Gibt das denn? Richtig krass, Junge. Jubiläum. Das Warum Jubiläum? Naja, gut. Das war nicht Jubiläum, ich wollte was anderes. Premiere, das, auf das Wort wollte ich hinaus, so. Wow, die sind einfach gegen beide gut. Wow. Als ob der schneller ist als Alter. Du. Alter! Ja, das ist immer die Hälfte. Ah, okay. Das ist aber nicht die Hälfte, da fehlt ein KP. Ja, wenn es nicht ganz geht. Oder ein halber. Ich sehe es, 50,3%. Dip, 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 dip. Ja, komm her. Hier ist ein Angler für dich. Moment. Ey, das ist ein Angler für dich. Ja, ich wollte gucken, ob hier irgendwo ein Item liegt. Würde dir das schon sagen, wo eins ist? Ja, unsichtbar meine ich. Nee, da habe ich auch schon nachgesucht. Ja, ich musste vorhin alles machen, damit ich überhaupt gewinne irgendwie.
Boah, ein Geist-Team. Ich habe echt Bock auf Kirby gekriegt in der Liga. Ich mag den auch. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass der gar nicht den Geist-Typ haben sollte. Der sollte nur Wasser sein. Aber wegen den Deluxen hat er noch den Geist-Typ bekommen. Wow. Aber finde ich, sieht trotzdem aus wie ein bisschen geistig. Ja, so ein bisschen. Aber Fee hätte auch. Mein Gott. Okay, jetzt kannst du gerne höher leveln, weil du ja sonst aber höher bist als ich, weil meine Level-Pokémons. Oh mein Gott. Meine Level-Pokémons. Oh mein Gott. Also Brause britzelt sich ja gut durch. Ja, die Erfahrung, Junge, so viel. Ja, es ist schwierig hier. Hier hätte man schon vorher hinkommen können. Ja, das ist echt kritisch. Hier ist noch ein Trainer. Und da unten ist ein Item wahrscheinlich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. Eigentlich gar nicht so lange. Oh, ein Chillabell. Kann man noch nicht auf dem Thumbnail draufgreifen. Wow. Weiß ich gar nicht, bin mir gar nicht so sicher. Da werden Pikachu-Fehler. Das kann sein. Ich war auf jeden Fall schon mal auf der Poké-Wiki-Seite, das weiß ich. Ich werde das nachchecken gerade mal. Hallo. Also das schneller ist als du. Wie lahm ist denn dein Pokémon? Die sind alle lahm. Das ist das nicht, das ist das nicht, das ist das nicht. Das muss schon das heißen, dass Brannawarz das schnellste ist. Was? Pitti, Pitsi. Da, wir hatten die Vorentwicklung schon mal drauf, fertig. Aber nicht ihn. Nein, du kannst hier doch nicht Ampel leuchten. Ich hätte zurück Ampel leuchten können, aber. Surfer ist da besser. Willst du mich verarschen? Du hast es nicht geschafft. Nicht noch mehr Ampel leuchten. Der leuchtet dich tot. Nee, da kommt er nicht dran vorbei. An den Superheldenfisch. Sieht aus, als hätte er so eine Superheldenmaske an. Ja. No, so, eine ganz billige aus dem Kick. So eine ganz billige. Hör auf, den zu beleidigen. Der hat dir nichts getan, der ist nett. Sind die noch gut? Bidibib. Hier unten Bidibab. Ist ein Item. Nee, du, da unten am Strand kommst du nicht hin an das Item. Ich weiß auch nicht wie, aber kommst du nicht. Wow. Yay! Auf der nächsten Route. So, und jetzt empfehle ich dir, da lang zu schwimmen, wo ich schwimme. Dann erstmal gehen den Engler. Und da oben ist vielleicht eine Attacke für dich dann später. Da liegt nämlich Kalkklinge. Oh! Können viele theoretisch lernen. Oder weil sie physisch sind, aber ob sie es wirklich lernen wollen, ist die andere Frage. Ja, bei mir kann es leider keiner. Immer noch nicht. Ja, Brannawarz muss das lernen können, Junge, der haut dann richtig rein. Joa. Brannawarz wäre es dann wichtig. Ja, eigentlich nur Brannawarz. Ich hoffe, Brannawarz kann das lernen. Wir werden es ja gleich sehen, ob er sich freut oder nicht. Was Hami klar? Hallo Hami klar. Echt spannende Kämpfe, muss man sagen. So, da kriegst du jetzt ein Item. Nein, das erinnert mich an etwas. So, jetzt zeig mal. Wer kann's denn lernen? Gar keiner. Wow. Ich hab ein komplettes Wasserteam und keiner kann das lernen. So. Das ist echt frustrierend. Oh. Und dann hier in der Mitte, wenn du gegen sie gekämpft hast. Ich habe was von Marmolida gehört, das gefällt mir nicht. Mit irgendwas von Marmolida gesagt. Scheiß Vieh, Alter. Bring es um, Junge, bevor es Eier legt. Glaubst du, du wannest es? Weiß ich nicht. Ich glaube, physisch ist das, glaube ich, besser in der Verteidigung. Los, Brause, mach. Ja, okay, das Level 35 eigentlich müsste. Los, mach mich stolz. Danke. Das echt kein Bock gewesen. Auf dieses Vieh, Alter. Stell mal vor, ich würde jetzt vom Zugucken schon EP bekommen. So, jetzt hier in der Mitte, ja, bitte. Genau. Komm her in die Mitte. Ui. Ui. Nein! Nein! Was machst du? Ich wollte doch die Items. Hier. Ist doch wer. Da sind doch Items in der Mitte. Kriegst du ja, doch. Ja, die wollte ich haben. Da kommst du doch jetzt auch hin. Ja, will ich auch haben. Du musst doch eh Hanswurst besiegen. Der hat sogar 4 Barschrift. Boah. Ding ist halt, Donnerblitze habe ich auch nicht. Ja, Wort Wechsel ist halt auch dumm. Ja, muss ich halt wechseln. Ja, deswegen. Kannst du beim letzten machen.
Alter, ich habe mich eben so gefreut, als ich es geschafft habe. Was machst du? Ich wollte nicht Ampel leuchten. Als ob der so. Warum überlebt er das denn? Und die noch größere Frage, warum macht der Surfer? Der kann doch bestimmt knirschen oder so. Junge, was ist los mit dir? Maxwell. Maxi Paxi. Bei welchem Level ist eigentlich Kapaloris? Also unser guter Troppi Frutti? Ich glaube 51. 51. Okay. Okay, fast 52. Yo. Ich weiß nicht, wie die anderen Pokémon mit Level sind bei dir, das kann ich nicht gucken. Aber das wäre gut. Zick, 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 zick. Tot. Ich glaube, da in der Mitte liegt. War das die Perle? Ich glaube, hier liegt die Perle. Alles musst du spoilern, Junge. Weiß es nicht. Kann sein, dass ich mich auch vertan habe. Ha, Beleber. Ja, den habe ich gebraucht damals. Und jetzt hier unten lang? Damals unten. Vor allem, Alter. Ja, damals, wo die Welt noch schön war. So, und jetzt habe ich hier, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Hier kommt jetzt ein Wanderer. Genau. Und da kommt das Haus. Oh mein Gott, das ist das Haus, Jan. Das Haus. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier sind. Also ja schon, aber... Orlando. Orlando Bloom. Und er hat Robustheit. Oh, bewährt. Wer ist bei dir gerade? Castellit. Ja, hast du auch Robustheit? Ja. Dieser. Und ein Kampfteam wäre auch cool, aber jetzt habe ich wieder so viel Lust auf Pokémon gerade. Okay. Das ist super. Vielleicht machen wir jetzt nicht sogar mal ein Three-Gather oder so, falls wir irgendwelchen finden. Oh Gott, wie soll man denn die Kämpfe da machen? Ja, gibt's immer 2 gegen 2, einer guckt immer zu. Gott, ey. Jeder einmal gegen jeden. Das sehen wir schon. Jeder gegen jeden, das wird's ja. Naja, kommt ja cool. Aber ab da würde ich das halt in extra Parts machen, die Kämpfe gegeneinander. Würde ich allgemein ab dem nächsten Projekt machen. Allgemein. So, ich habe gestern wieder von Wollo und Cornel ein Video geguckt und irgendwie muss ich sagen, das Stottern von Wollo finde ich echt sympathisch irgendwie. Weiß nicht, ich finde das irgendwie... Ja, guck mal, der gibt jetzt ein das Pokémon-Ei. Das ist Ignivore, meine Freunde. Und normalerweise hätte man das halt jetzt erst bekommen. Das wäre so belastend. Ich krieg's nicht, wenn mein Team ist voll. Ja, ich auch. Versteckt sich schwer. Die halt ein und die Funktion ist noch nicht eingebaut. Der gibt einen nicht. Aber die halt ein, die Flüssen. Ja, das habe ich. Oh. Oh, der kämpft. Was machst du? Da unten liegt nur unsichtbares Item. Sehr schön. Ich kämpfe jetzt gegen die Claire. Die erinnert mich an Redfield. Nein, die heißt Claire Redfield, aber die erinnert mich an Resident Evil. Die erinnert mich an Redfield. Weiß nicht mehr wen, aber ja. Ja, nee, die kennst du auch nicht. Okay. Noch nicht. Ich kenn eh keinen Namen von denen, aber egal. Komm, mach Emolga tot. Molga. Gut's aller. Umgehauen. Ich auch. Wenn wir jetzt nach unten gehen, da gibt's glaube ein paar Items. Aber ich muss mal nach Cookie Cookie machen. Nein, unten. Hier. Nach ich, unten. Unten. Das ist Richtung unten. Oh, es hat keiner mehr Dings bei mir. Wow. Weil ich das ja verlernt lassen haben zu verstehen. Hast du keine Attacke, die du irgendwie ausverstanden hast, die du dann ersetzen kannst? Ich weiß es doch nicht. Wer kann das denn lernen? Truppi Frutti, Quaxi, Ü-Ei, Slushy. Felsgrab oder Erholung? Eigentlich Erholung, weil das benutze ich eh nicht. Ja, dann hab ich. Hier gibt's nämlich ein schönes Item. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das war bestimmt schön. Oh, ein Tappeleber. Ah, das war sehr schön. Ja, oh Gott, hier ist ein Weise. Komm zum Weisen. Wir müssen erstmal das Item haben, das TM irgendwas ist. Kaskade. Ja, das ist auch hier. Physisch, das ist auch gut.
Damit kommen dann noch die Wasserfälle. So, nein! Warum können das meine physischen nicht lernen? Jetzt nicht lernen. Bist du physisch? Nee, ne? Weil Reiser. Doch, ist physisch, okay. Den Abteil der Insel machen wir noch und wenn es dann wieder zum Surfen geht, werden wir die. Aber wir haben hier noch die eine Frage Reisen. Was? Moment. Wallreiser. Angriff 105, Spezialangriff 95. Das heißt 10 Unterschied. Und die Attacke Surf und Kaskade hat auch 10 Unterschied. Was ist letztendlich dann stärker? Warte. Also ist 10 Attackenpunkte oder 10 Angriffspunkte wichtiger? Das musst du dir sagen. Ja, weiß ich aber nicht. Anton ist auch speziell. Stilert vielleicht. Naschweif, Stärke. Ne, es ist auch Stärke 90. Ah! Komm jetzt erstmal hier rüber und dann reden wir mit dem Typi und dann. Nein, nicht mit dem Typen. Hier rüber, habe ich gesagt. Der Typi soll noch speziell sein. Der soll uns noch Spannung bieten. Geronimo! Oh, ist das Geronimo also. Röder? Oh, du hast ja nicht geguckt, ich bin in Paper, also egal. Ich kenne den Namen aber irgendwo, ja. Wenn ihr Geronimo Röder kennt, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich kenne den Namen. Ja, aber nicht davon, dass du das jetzt gesagt hast, sondern dass ich das schon vorher irgendwo gehört habe. Aber egal, wenn ihr das kennt, sagt woher und schreibt es in die Kommentare. Aber wo kommt das her? Das kommt nicht aus dem Pen and Paper. Doch. Nein. Doch. Kenne ich von irgendjemand anders. Ja, das irgendwer erwähnt, das kommt daher. Nee. Doch. Was ist hier für ein Item? Wow. Muss dir mal angucken, Best of Geronimo Röder. Oh, hier ist auch noch Geld zum Umsteigen. Ach Gott. Pelipper, der eigentlich mein Signature ist, von dem bin ich einfach am meisten enttäuscht aus meinem Team. Kriegt aber gar nichts. Das ist bei mir doch genauso. Bei meinem. Nee. Also, von Weisel ist halt das Einzige, was ich rausnehmen kann. Also von. Rolli Tarantula bin ich nicht enttäuscht. Du musst Hering sagen. Ja, Hering. Das ist halt echt nicht so gut. Ja, jetzt hol dir das tolle Item ab und an dem Stein hier drüben ist auch noch ein Item dran. Dabei hat es mich immer zerstört in Pokémon Smaragd. Ja, wenn du nicht dagegen hattest. Geht halt nur Elektro. Machst du gerade? Geheime Sachen. Geheime Sachen. Ah, alles klar. Komm. Hast du auch das Calcium mitgenommen? Ja, ich hab ja gesagt, am Stein ist ein Item. Ja. Hast du auch das Calcium mitgenommen? Es riecht nach Meer hier. Dieser Ort verströmt denselben Meeresgeruch wie das Land. Dieses zog durch die Welt und wollte alles zerstören, doch jetzt bin ich ja alleine und arbeitslos und ein Kleiner. Ja, wurde Frage, was ich jetzt mal machen soll, warum ich überhaupt so viel rede und du kriegst doppelt die von mir. Obvious ist das. Ja. DM Doppelteam. In reden. Ach, Rubius. Nein, du sollst Libell reden. Ja, der kam jetzt erst. Also. Ich bin von der internationalen Polizei und du wirst hier jetzt sagen, was mit Team Plasma ist und was du weißt und sowas, ne? Ja, wenn das so ist, dann mach ich das mal. Hm. Hab Dank. Abgesehen von GZIS ist die Anzahl der Mitglieder der sieben Weisen nur noch 5. Hä? Ich weiß auch nicht. Das hat keinen Sinn. Es müssen noch 2 mehr sein. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihr Ziel ist. Aber wie dann auch sei, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das sagen wir jetzt auch, oder? Ja, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, lasst ein Like da. Also, nicht verpassen, Like da lassen. Tschüss. Tschüss.